Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir Bulbeboy. Gruselig. Ich habe dieses Spiel auf Steam gesehen und ich wollte schon eine lange, lange Zeit spielen. Und ich habe es schon einmal ein bisschen aufgenommen, so für 5 Minuten. Und dann ist die Aufnahme abgebrochen. Aber ich habe einfach nochmal die Speicherdaten gelöscht. Und wir spielen Bulbeboy, das ist der Typ. Und das ist so eine kleine Story. Das Spiel kostet irgendwie, ich glaube, 15 oder 10 Euro oder sowas auf Steam, nicht ganz sicher. Aber es ist japanisch, also erwartet, dass es ein bisschen anders sein wird. Und yeah. Das ist unser Haus. Hier leben wir. Mit meinem Opa. Glaube ich. Keine Ahnung. Wo soll ich es wissen, mit wem wir leben? Sehr, sehr mysteriös. Oh, das ist mein Opa, by the way. Er erzählt gerade, wie er einen Drachen ermordet hat. Wie er der Drache Feuer gespuckt hat. Und wie er dann den Penis der Drachen abgeschnitten hat. Und wie er den Penis dann anschließend gegessen hat. Und er sehr gut geschmeckt hat. Gut zu wissen, Opa. Vielen Dank. Und dann fällt er in den Schlaf. Immer dieser Opa. Und ich muss auch mal ins Bett. Das denkt sich Bulbeboy. Ja. Okay. Wir können gehen. Cool. Ist das nicht cool? Es ist ein Point-and-Click-Style-Spiel. Ich weiß, was wir am Anfang machen müssen. Und zwar, wir müssen erstmal das erste. Hier übrigens, das ist der Fernseher. Ich weiß nicht so viel. Ich weiß nur den Anfang nur ein bisschen. Galaxy. Langweilig. Irgendein super muskulöser Mann, der. Keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Und ein Brunnen. Ja, ein Brunnen. Und eine coole Musik. Wow, hi. Du hast coole Haare, Mr. Glühbirne. Aus mit dir. Und es ist gespeichert. Okay, deswegen musste ich immer neu starten, weil das Spiel immer neu speichert. Genau. Wenn wir nämlich aus der Tür gehen, wird uns gezeigt, was wir machen müssen. Gib mir deine Zähne, Opa. Keine Ahnung, was. Es ist verdammt komisch, aber er holt die Zähne seines Opas raus und steckt sie in seinen eigenen Mund. Was für mich gar keinen Sinn macht. Jetzt können wir auf die Zähne gehen und sie hier reinstecken. Damit der Fisch mit den Zähnen auch Spaß hat. Es ist kacke, ich mag das gar nicht. Ich meine, bei manchen Spielen habe ich nichts dagegen, wenn ich weiß, was ich machen muss. Aber ich sag mal, bei manchen Spielen habe ich was dagegen. Und hier habe ich was dagegen, wenn ich weiß, was ich machen muss. Aber zum Glück hält das nicht so lange an. Bis dahin, Opa. Hab dich lieb. Oh, das ist mein Hund. Oh. Ja, es gefällt dir, ne? Nice, mein Hund kann fliegen. Natürlich, wieso auch nicht? Natürlich, natürlich. Was noch sonst? Hab das Gefühl, irgendwas Schlechtes passiert. Mitten in der Nacht. Das Spiel ist wirklich cool. Ich mag diesen grünen Style. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und irgendwas besucht uns. In dieser einen Nacht. Vielleicht ist es die Seele des Drachen. Und er will seinen Penis wieder zurückhaben. Wer weiß. Holy shit, das sieht gruselig aus mit diesen Tentakeln alles. Ich hatte Angst, ich hatte definitiv Angst. Oh. Nice. Einzigartig. Bulbeboy ist amazing. Okay, und zwar, es war so, ich glaube, wir haben das in der Nacht gehört. Ja, genau, der Opa hat geschrien. Und, lass uns mal da hingehen und gucken, ob wir ihn helfen können. Hopp! Na, habt ihr geschreckt? Ihr habt ja, oh, jetzt war Angst! Okay, hier wird gezeigt, was er alles will. Er will eine Fliege haben, die wir hier sehen. Er will einen Wurm haben. Okay. Lass uns zu das Bett gehen und mal schauen, was wir dort machen können. Ob da irgendwas ist. Oh, ich sehe es. Buch. Gameboy, glaube ich. Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Gameboy. Mit einem Knopf. Ein Knopf wäre viel zu wenig. Ich kenne noch, kennt ihr noch den alten Gameboy Color? Ich habe damit so viel gespielt. Kommen wir da ran? Nope. Okay, ich weiß, was wir tun müssen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das Teil hier holen, damit wir eine kleine Erweiterung für unseren Arm haben. Wundervoll. Okay, gib mir die Items. Hol ihn raus. Okay, nice. Was macht übrigens ein toter Wurm unter seinem Bett? Keine Ahnung. Das ist unser Teddybär. Komm her, Teddy, ich liebe dich. Oh ja, du bist der beste Teddy. Okay, mal schauen. Oh! Oh! Oh, okay. Natürlich. Wieso nicht? Was? Da ist nichts? Okay, keine Ahnung. Anscheinend wollte er da nicht reingucken. Oh, dann erinnere ich mich. Und zwar,
Wenn wir hier drauf drücken, kommt hier so ein Insekt lang. Wir müssen ihn den Weg frei machen. Eigentlich ziemlich easy. Hier hast du deinen Bonbon. Ha, hab ich dich. Das war eine Falle, Mr. Insekt. Und die Fliege ist auch nicht schwer zu töten. Ja, mach natürlich. Vielen Dank. Das ist richtig. Bald werde ich aber nicht mehr wissen, was es geht. Dann wird es wahrscheinlich länger dauern. Okay, ich glaube, wir haben alles. Stimmt's? Gut, geben wir ihm alles, was er haben will. Hier hast du's, Mr. Spinne. Spinnen, ich hasse Spinnen normalerweise, aber sie sind eigentlich ganz nützlich, weil... Weil sie auch andere Insekten essen. Weil sonst wäre unsere Wohnung voller Mücken, hätten wir gar keine Spinnen. Weil die essen ja auch Mücken. Und zwar sehr, sehr, sehr viele davon. Okay, nice. Und... Yay. Ich glaube, eine der größten Ängste, die ich jemals als Kind hatte, war vor einer riesigen Spinne. In ihrer Falle zu stecken, in ihrem Spinnennetz. Und von ihr gegessen werden. Oh, so eklig. Oh, die ist explodiert, by the way, natürlich. Wieso auch nicht? Ich find's witzig, wie er die Tür aufmacht, wie er auf seine Zehenspitzen geht. Du musst deinen Opa retten. Also tu auch gefälligst was dafür. Was stimmt in meinem Zimmer nicht? Wieso bleibt die Kamera so... Oh, der Teddybär! Okay, ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich hab Gänsehaut. Wirklich. Ja, ist gut, mach die Kamera weg. Ich will das nicht mehr sehen. Oh Gott. Ist eklig. Eklig, eklig, eklig. Opa, ich komme, helfe dir. Okay. Lass uns mal hier hingucken. Oh, wahrscheinlich fehlt mir der Schlüssel. Ja, ich seh's. Mann, fehlt der Schlüssel? Sieht aus, als könnte man das trotzdem aufmachen, keine Ahnung. Okay, ich erinnere mich hier, bis hierhin habe ich ungefähr gespielt. Ich weiß nur, dass man den Kopf hier an die Lampe werfen kann, mehr weiß ich jetzt nicht so. Okay, mal schauen. Oh, die scheiß Gummi-Bubble-Bubby. Scheiß Gummi. Okay, diese Wohnung ist extrem unordentlich. Aber na gut, okay, wir können unseren Kopf werfen. Und ihr seht, unser Körper geht mit. Aber anscheinend ist er nicht interessiert am Körper, sondern eher am Licht oder so. Okay, hier können wir nicht runter. Weil er uns einfach zurückschmeißen wird, wenn wir in die Nähe davon kommen. Lass uns mal hier runtergehen. Und gucken, ob wir hier was klicken können. Der Mauscursor zeigt jetzt immer sehr präzise an, wo man klicken kann. Okay, wir können das hier nehmen. Ich kann mir schon vorstellen, wozu das sein wird. Wow, das ist scharf. Das ist sehr, sehr scharf. Schau dich mal den Mond an. Ich mag die Atmosphäre des Spiels. Sie ist wirklich gut. Okay, was da? Okay, 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 okay. Ja, ich gehe mal wieder nach oben. Wirf meinen Kopf. Das wäre episch. Erinnert mich ein bisschen an Ben und Ed, wo man seinen Kopf auch werfen kann. Okay. Oh, da ist ein Schlüssel. Ich sehe es. Kann ich hier runter oder wird mich das Teil hier essen? Hab ein bisschen Angst. Ah, ne, das ist gar kein... Oh, okay, okay, ich verstehe. Yay, yeah, wir haben einen Schlüssel. Woo! Woo! Soll ich nochmal zurückgehen? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück, weil ich will das öffnen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir nur einmal zurück müssen. Ich mag das Game, das ist so cool. Übrigens, für die Leute, die nicht wissen, aber ich produziere gerade ein bisschen Videos vor. Das Video kommt zwar wahrscheinlich heute hoch, aber morgen wird mein Zimmer umgestellt, so vollkommen. Also alles wird umgestellt in meinem Zimmer. Und, ja, vielleicht kann ich mich auch ein bisschen daran gewöhnen, ab und zu mal vorproduzieren, damit ich, naja, was heißt Pause? Ich mache das ganz gerne mit YouTube, also ich brauche keine Pause normalerweise. Aber da kann ich halt einen kompletten Tag vielleicht mal Englisch lernen oder so, wenn ich vorproduziere. Kann ich alles auch machen? Vielen Dank. Und mein Zimmer wird umgestellt. Ich habe so eine riesige Platte gekauft, die durch mein Zimmer geht. Aber ich werde noch ein Video dazu machen. Okay. Teekanne natürlich, wieso nicht? Ist das eine Teekanne? Sieht so aus. Aber das war's. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, vielleicht. Moment mal. Weil ich kann das ja... Geht das? Oh, ich kann das gar nicht mehr berühren. Oh, man. Das ist, so würde ich singen. Wenn ich singen würde. Aber das will ich nicht. Es sei denn, ihr wollt, dass ich meine Musik bei iTunes verkaufe. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Okay, sind wir weit genug? Kann ich noch weiter? Ah! Okay, wir können nicht weiter, weil irgendein... die Teile sind gruselig. Ich habe die Menschen nie verstanden, die auf Tentakelporn stehen.
Okay, was ist das? Yay! Okay, ich kann nicht vielleicht... Geht das? Müsste eigentlich. Würde nur Sinn machen. Yay! Was ist das aber? Kann ich jetzt bewegen? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, lass uns mal rausgehen. Wow, okay. Natürlich. Kann ich dich irgendwie angreifen oder... Nein? Ah, vielleicht? Ja, okay. Okay, das ist sehr gut. Oh, yeah, es klappt sogar. Was macht es weg? Oh, vielleicht belebt es ihn zum Leben. Oder erlaubt uns, den Körper damit zu bewegen. Nein, bitte. Yay. Ah, ich verstehe. Okay, das muss schnell gehen. Wir müssen jetzt mal die Tentakel aus dem... aus der Tür holen. Komm her, das ist richtig. Oh, das sieht so cute aus. Woo! Hand um Dash! Yeah! Iiii! Voll mehr ekelt dich gar nicht, das ist dann normal. Schau dich das mal an. Kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Was macht das für ein Gesicht? Keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Ab genau hier weiß ich null mehr, wie es weitergeht. Null, 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 null. Also wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Obwohl es gar nicht so schwer ist. Aber das Spiel dauert auch nur 2 Stunden. Nein, 2 Stunden wäre zu viel, glaube ich. Oh! Opa, was haben Sie mir angetan? Wer hat es gewagt? Opa, nein. Oh nein. Vielleicht wurde er vom Bösen übernommen. Opa! Aufhören! Opa! Oh Mann! Okay, Opa will nicht. Lass uns mal hier hingehen und gucken, was seine Zähne tun. Sollen wir den nehmen? Okay. Okay. Vielleicht so? Geht das? Der geht so langsam. Stört mich aber nicht wirklich. Hallo? Ah, es klappt sogar. Wow, okay. Was ist passiert? Opa, alles gut? Holy shit. Die Wand ist kaputt. Okay, lass uns mal die Zähne mitnehmen. Geht das überhaupt? Kann ich die mitnehmen? Ich will alles gucken. Willst du sie nicht nehmen? Nope, willst du nicht, okay. Also unser einziger Weg ist jetzt nach oben zu gehen. Gerne, wieso nicht? Skype funktioniert nicht mehr. Sorry, wenn ihr das seht, das wahrscheinlich, aber mein Skype stürzt immer ab, weil... ich weiß nicht, was es ist, aber das neue Update für Skype klappt nicht bei Windows 10. Ich hasse Windows 10 so extrem. Nur Probleme habe ich damit. Was habe ich gemacht? Was? Was ist passiert? Ah, er kann gut klettern. Woher soll ich das wissen? Oh, es wird eine lange Zeit dauern, bis er da hochklettert. Wie, er ist so süß. Genauso wie ich. Ja, ich bin ein süßes Mädchen. Ich bin das süßeste Mädchen, was ihr jemals kennenlernen werdet. Oh! Wo bin ich? Ich weiß nicht, was passiert, ich schwöre. Lustig, lustig, lustig. Ich kann gar nicht mehr von lachen. Das ist cool, ich mag das. Vogel. Okay. Da ist mein Opa. Ist das Erinnerung, die wir haben? Was? Tennisball? Meint ein Tennisball damit? Okay. Lass uns von links nach rechts arbeiten. Ist da was drin, ne? Oh, what the fuck? Wie lustig. Wow. Okay, den Baum. Vogel! Frederica! Vogel! Boy! Voll geil! Ein Auge nur! Voll witzig. Okay. Ei? Kann ich das nehmen? Hey! Ich weiß gar nicht, ob man das als Puzzlespiel bezeichnen kann. Ich glaube aber ja weniger. Weil... die Puzzle sind nicht gerade schwer. Ich weiß, es ist schon ein Puzzlespiel. Einfaches aber, glaube ich. Ein Ast. Ich mag das. Das mit dem Klicken. Hop. What the fuck? Was war das? Doppelsalto, weil er einen Ast rausgezogen hat? Ist er so leicht? Oh. Kann ich vielleicht den Ast auf ihn werfen? Ne, das wird nicht gehen. Okay, wir haben Ei. Was macht er da? Okay, ich kann dir das nicht geben. Die Musik ist verdammt komisch. Hier ist der Ball. Ach, muss ich ihn werfen? Okay.
Okay, ich sehe es gerade. Hä? Okay, drehen. Ach, vielleicht die Korb rein tun, natürlich. Das würde natürlich Sinn ergeben. Geht das jetzt noch? Nee, erstmal hochziehen. Okay, mach den Korb dann. Ich glaube, das müsste gehen. Ja. Yeah. Und vielleicht Tennisball? Nein? Vielleicht nass? Nein? Ich will nur zur Sicherheit gucken. Auch nicht? Okay, runter damit. Yay! Oh, doch! Wow! Eine Enttäuschung! Was? Da kam nichts raus! Ich verstehe das nicht. Sicher, dass da nichts reinkommt? Gar nichts? Auch nicht! Okay, lass mich kurz mal überlegen. Lassen wir das mal drinne. Vielleicht müssen wir da aber was reintun. Das kann schon sein. Gehen wir mal zu meinem Opa. Gott, der Sound ist laut. Tennisball. Hier. Fangen, Pfündchen. Oh, du scheiß Vogel. Keiner mag dich. Ei. Du denkst, das wird ein Ei? Das ist ein scheiß Tennisball. Missgeburt. Du bist eine Missgeburt. Okay, ich komme jetzt und hole dich. Scheiß Vieh. Ich werf dich mit dem Ast ab. Oder ich sage den Bienen Bescheid. Okay, was kann ich tun? Okay, mal schauen. Ast vielleicht? Es geht! What the fuck? Es geht! Das ist so cool! Okay, das ist richtig, Bitch. Hab Angst. Er weint. Oh, juckt mich nicht. Okay, jetzt, wo er seine Lektion gelernt hat, kann ich vielleicht... Ey, du scheiß Vogel, ne? Ey, du kleiner Scheißvogel. Ey, wenn ich dich in die Finger bekomme, ne? Du wirst nicht mehr lachen. Du wirst nicht mehr lachen. Bald wirst du nicht mehr lachen. Mein Hund will spielen. Mein fliegender Hund, was auch immer. Okay. So. Ich muss irgendwas tun. Kann ich hier irgendwas tun? Ich kann hier wieder rein. Ach, hier. Ich kann ihm natürlich ein Ei geben. Damit er endlich sein Ei hat und glücklich ist. Hier, natürlich. Das Ei rollt auf dem Ast. Wieso auch nicht? Okay, ist jemand nach Hause gekommen? Okay, glaube nicht, keine Ahnung. Okay, ja, jetzt können wir spielen. Jetzt, wo der scheiß Vogel zufrieden ist. Federico, Vogel Arschloch! Ja, sorry. Was? Moment mal, ich habe doch meinen. Vielleicht ist es hier sogar im Körbchen gelandet, wer weiß. Ja, ich weiß, Opa. Mann, das passiert nun mal. Nicht alle können so perfekt sein wie du. Oh, ich seh's. Was? Vielleicht nochmal nach unten? Muss ich warten? Ich muss wahrscheinlich warten, bis er hier ist. Okay, ich kann das tun. Ah, er geht in die Mitte natürlich. Okay, was soll ich da... Nein! Wieso, wenn... Oh, das war so... Ich hätte noch ein bisschen länger gewartet. Das Ding ist, wenn ich auf den Ball... Oh nein, das war knapp. Okay, komm her, Ball. Ich will dir zeigen, wer dein Dad ist. Okay, ich glaube, er ist schon programmiert drauf. Oh! Ich kann ihn sogar auswählen. Hallo? Jetzt. Ey, dein Ernst? Ey, ist das dein Ernst, ey? Kann ich ihn auswählen oder so? Nein, der Ball! Dieser dämliche Ball! Okay, du kommst jetzt her. Ich kann da irgendwas mit tun, seht ihr das? Komm schon! Oh, Jesus Christ. Mach nochmal nach unten. Okay, ich kann irgendwas mit dem Ball tun. Er zeigt mir mal irgendwas an. Ah, ich seh's jetzt. Oh Gott, das kann jetzt nicht sein, oder? Ich muss viel schneller sein. Als das. Okay, sobald er in meine Richtung kommt. Was gleich passieren müsste. Jetzt. Wow. Das ist ein ziemlich gutes Gefühl, wenn man so oft failt. Hier, Ball. Wehe, du schmeißt ihn wieder rein. Da bin ich so angepisst, ne? Dann bin ich so angepisst. Fang! Ja, fang! Nein! Ja! Yeah. Super witzig, ey! Alle sind glücklich! Woo! Yay! Was für ein tolles Leben. Aber das Chicken, das Hühnchen,
Was ist damit falsch? Ich mag Hühnchen, enttäusch mich jetzt nicht. Das wäre nämlich eine ziemliche Enttäuschung. Gott, ist das spannend. So, das war ein Flashback, den wir hatten. Eine Erinnerung. Wow. Okay. Schon wieder mit dem Manual. Wollen wir hier reingehen? Wieso nicht? Hä, aber ich verstehe das nicht genau. Hä, wieso hast du jetzt den Kopf reingesteckt? Hä? Ach, das ist auf Klo. So gehst du auf Klo? Das ist hier. Seht ihr das Bild? Ein Klo-Bild. Keine Ahnung. Okay, komm raus. Vielen Dank. Dann wollen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Und gucken mal, was das hier uns anbietet. Ein Messer. Oh. Okay, nice. Wir haben ein Messer gefunden. Können wir mit dem Messer irgendwas tun? Was ist das hier? Ein angegessener Helm. Ihhh. Was? Moment mal. War's das? Was hast du da gemacht? Wieso hast du deine Hand reingesteckt? Hat er irgendwas rausgeholt? Nein, hat er nicht. Vielleicht müssen wir... Okay, vielleicht müssen wir unser Messer da anwenden. Das könnte sehr, sehr wohl sein. Lass uns mal versuchen. No, wahrscheinlich können wir das Messer nirgendwo benutzen. Er hat auf jeden Fall seine Hand da reingesteckt. Wieso auch immer er das getan hat. Ja, ja, geht raus. Hm. Okay, hier vielleicht noch irgendwas. Man muss wirklich alles untersuchen. Das ist das Einzige, was das Spiel von einem erwartet. Vielleicht nochmal das Messer hier versuchen zu nutzen oder so. Nein? Kannst du vielleicht aus dem Tisch runtergehen? Vielen Dank. Messer? Tür? Nein? Okay. Lass uns mal weitergehen. Oh. Mal sehen, was hier drin ist. Ein Schweinekopf. Was? Bro? Ih. Stirb! Töte es! Was ist passiert da? Ich verstehe nicht, was genau passiert. Seht ihr die Animation? Hä? Ich meine, gut, er steckt seinen Kopf irgendwie rein, glaube ich. Hab selber keine Ahnung. Vielleicht so ein kleines Detail, kann auch sein. Okay, Kühlschrank. Refrigeratore. Refrigeratore. Nope. Hier muss es was geben, hundertprozentig. Lass uns mal kurz gucken, ob hier... Nein, okay. Der Kühlschrank, ja gut. Er geht vor allem, ich finde es witzig, wie er gleich reingeht in den Kühlschrank. Anstatt den einfach nur aufzumachen. Was ist das? Okay, dafür ist das Messer also da. Nice. Haha, ich habe mich nicht erschreckt. Yay. Yay. Ah, oh, nice, hat gespeichert. Woo. Yay. Okay, das war's, glaube ich, hier. Was haben wir jetzt? Oder ist es mein Opa? Opa, bist du das? Oder sag mir nicht ja. Okay, mal schauen, ob wir das Ei oder so hier dran verwenden können. Nein? Okay, vielleicht das hier? Auch nicht. Okay, gut. Sehr gut zu wissen. Ist ein riesiger... Oh mein Gott. Das ändert meine Meinung zu Chicken extrem. Schnell weg. Wow. 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 Ich wurde ermordet. Okay, wie wollen wir ihn am besten bekommen? Lass uns mal überlegen. Er will ja meinen Kopf bekommen, ne? Ich glaube, wenn wir unseren Kopf hier reinstecken... Lass uns mal versuchen. Lass uns das mal so machen, dass er uns verfolgt und dann wir den Kopf da reinstecken. Komm, ja, fang mich doch im Hühnerloch. Du bist eigentlich mutig genug. Ne. Yep. Tja, wo bin ich? Das sieht voll komisch aus, das ist ein Kopf. Okay. Ja, genau, ich bin nach links gegangen. Du hast aber etwas im Arschloch. Ich glaube, der hatte kein Toilettenpapier oder so. Vielen Dank. Schnell weg hier. So schnell weg wie möglich. Aber wir wollen natürlich trotzdem Sachen untersuchen. Es gibt keinen Grund, um einfach schneller wegzugehen. Oh, natürlich. Streichhölzer, wieso auch nicht? Immer wenn er die Kamera rausgeht aus etwas, dann gibt es da nichts mehr zu finden. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Oh Gott, er kommt wieder zurück, glaube ich. Okay. Oh oh. Oh, ich sehe es.
Ach du Scheiße. Okay, das war ein bisschen Glück, weil ich nicht wusste, dass ich das machen kann. Würde jetzt die ganze Zeit von links nach rechts gehen? Was? Hat er mich? Lebe ich noch? Keine Ahnung, ob ich noch lebe. Aber die Frage ist, was sollen wir damit tun? Ich glaube schon, dass wir ihn irgendwie töten können. Nur, dass es nicht so einfach sein wird. Nein? Okay, wir können das auf jeden Fall... Okay, Moment mal. Wir können da irgendwas dran verwenden. Eier vielleicht? Natürlich, wieso nicht? Das vielleicht? Ja, natürlich, wieso nicht? Auch natürlich, wieso nicht? Nein? Okay, anmachen. Glück. Natürlich, keine Ahnung. Was soll ich tun? Nein? Auch nicht? Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Der Weiher kommt jetzt zurück. Gott, ist das gruselig. Kommt er zurück? Oh, es ist so gruselig. Da ist er. Was macht er da? Er isst irgendwas auf dem Boden. Dieses Hütchen ist so dämlich. Willst du was essen? Schmeckt super lecker. Oh nein, 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 geh rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht schlimm, wenn wir sterben. Es hat gespeichert. Eklig. Hör auf damit. Hör auf damit und geh weg. Keiner mag dich. Keiner mag dich. Ist richtig. Bitch. Ja, geh lieber weg. Okay. Nettes Arschloch hast du da. Das ist so eklig. Vielleicht, okay, wir müssen auf jeden Fall... Hä? Hä? Oh! Gruselig! Okay! Oh, jetzt können wir das Hühnchen essen! Yay! Ist das? Okay, guten Appetit! Njam, 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 njam. Ich liebe Hühnchen. Hühnchen ist mein Lieblingsfleisch. Ja. Yeah. Ich liebe Hühnchen über alles. Lecker, lecker, Schmecker. Ich hab so in meiner Steam-Liste mal geguckt, so in meinem Steam. Und ich habe mich so gewundert, wie viele Spiele ich eigentlich auf meiner Wunschliste habe. So, ich habe so viele Spiele auf meiner Wunschliste, das ist unnormal. Hat er gefurzt? Wieso würdest du sowas tun? Wieso furzt du? Achso, du hast... Achso, Blähung, natürlich. Sorry. Ja, natürlich, geh auf Klo. Ah, okay, okay. Natürlich, dazu ist das Klo da. Hätte ich es wissen müssen. Wow. Was ist das hier? Okay. Ich glaube, das Spiel hat gespeichert. Also, ich will das Video für das Mal stehen lassen. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass. Ihr seid ein leckliches Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt, um uns dazu beizutreten. Für dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1, Schau. Was geht heute? Mein Name ist Danny. Willkommen back bei einem neuen Video. Wir spielen heute Monkey Friends. Ich fange an, ne? Nee, du bist du. Ich möchte sagen.